Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich mal nicht kochen. Heute werde ich meinen neuen Grill vorstellen. Ich habe mir so einen Holzkohle-Tischgrill mit Belüftung zugelegt. Ist wohl ein ganz interessantes Gerät. Ich habe das mal bei Freunden gesehen, fand das prima und habe mir das jetzt recht günstig beim Discounter gekauft. So sieht das halt jetzt aus hier. Das ist die Tragetasche. Ganz praktisch, ja, kann man gleich alles mit verstauen. Muss ich mal aufmachen. Ja, und dann ist hier alles nochmal in Folie verpackt. Okay, dann hole ich das mal raus hier. Ja, so sieht das Gerät dann aus, wenn es ausgepackt ist. Ich habe das jetzt nur aus der Plastikfolie rausgenommen. Hier sind auch noch so kleine Pappteilchen mit zwischen. Das ist wahrscheinlich irgendwie, um den Transport etwas sicherer zu gestalten. Dann ist hier oben dieser Rost, der ist jetzt hier festgemacht. Mit solch Klammern. Hier ist auch nochmal Pappe zwischen. Das kann auch raus. So, das kann man beiseite machen. Ja, hier ist auch noch mit bei die Bedienungsanleitung und nochmal eine Garantieüberkunde. Das Ding hat 3 Jahre Garantie. Ja, es war wirklich nicht teuer, was soll man da groß falsch machen. Ich finde hier oben schon mal im Rost sehr toll, dass das ringsrum hier nochmal so eine Kante hat. Nochmal quasi einen Schutz, dass das Grillgut nicht runterfallen kann. Ich nehme das einfach mal ab. Ja, dann sieht man hier innen den Reflektor. Dann ist hier der Grillkorb. Hier sind die Batterien. Und dann ist hier unten die Brennerschale. Ja, die werde ich mal hier auch gleich vom Plastik befreien. Und das ist dann hier der große Topf. Da wird das reflektiert und das Fett tropft hier rein und nicht direkt in eine Flamme. Hier in der Mitte sieht man dann nochmal so dieses Rohr. Das ist das Lüftungsrohr. Dieses ganze Teil hier ist alles aus Metall. Ich denke mal irgendwie, ja, die Beschichtung, weiß nicht, ob das Pulverbeschichtung ist. Ich denke mal, das sieht recht robust aus, dass das auch eine Weile hält. Jetzt wird das Ding zusammengebaut, also einfach hier wieder reingesetzt. Dann kommt hier unten die Brennschale rein. Und dann kommt hier oben wieder der Korb drauf. Ja, das ist halt für die Holzkohle gedacht. Ich werde jetzt mal die Batterien reinmachen, werde den dann mit Holzkohle befüllen und werde dann einfach mal unten ein bisschen Brennpaste reinmachen und den anzünden. Als erstes werde ich dann jetzt mal hier diesen Kohlebehälter befüllen. So, dann den Deckel wieder drauf. Dann kommt als nächstes von der Brennpaste hier unten rein. So, das reicht auch schon. Ja, ich werde heute jetzt beim ersten Mal nichts drauf grillen. Laut der Bedienungsanleitung soll man das Gerät also einmal abbrennen lassen, ausbrennen lassen, bevor man das erste Mal grillt. So, dann das Anzünden hier. Das ist nicht so ganz ohne. Das sieht man relativ schlecht. Man erkennt das aber meistens, dass rings um die Brennpaste das so ein bisschen beschlägt. So, und dann den Holzkohlebehälter darauf und hier unten die Lüftung auf volle Pulle gestellt. Ja, da kommt nicht wirklich viel Luft raus, also man darf da keinen Sturm erwarten. Es ist halt ja ein kleines laues Lüftchen, was aber wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass das gut durchbrennt. Ich werde jetzt mal die Zeit stoppen, wie lange das braucht, bis es dann anfängt richtig zu glühen. Also jetzt sind 30 Sekunden vergangen. Ja, man hört es richtig knistern. Und durch den Lüfter haucht das Feuer auch so richtig. Ich denke mal, das wird relativ schnell wirklich durchgeglüht sein. Also der Hersteller gibt etwa 3-4 Minuten an. Jetzt sind ungefähr 1,5 Minuten vergangen. Jetzt haucht es nicht mehr so doll. Es scheint jetzt unten die Brennpaste schon aufgebraucht ist. Aber man hört es deutlich knistern, wie sich also die Holzkohle jetzt entzündet. Jetzt sind ungefähr 6 Minuten vergangen. Also es scheint wirklich so, als wenn die Kohle jetzt durchgehend glüht. Ja, wenn man so rüberfasst, ja, es ist auch schon ziemlich viel Hitze hier vorhanden. Also so 6 Minuten kann man vielleicht rechnen, bis dann das Grillgut aufgelegt werden kann. Ja, jetzt nach gut 10 Minuten ist da ordentlich Temperatur entstanden. Also das macht wirklich richtig Hitze. Ja, jetzt kann man jetzt hier unten diesen kleinen Wählschalter auch noch mal ein bisschen kleiner stellen. Das heißt, die Ventilation kleiner stellen. Und dann kann man da auch jetzt eigentlich Fleisch auflegen. Da ich das jetzt aber zum ersten Mal einbrenne, lege ich jetzt erstmal kein Fleisch auf. Jetzt war der Grill 1 Stunde lang im Betrieb. Ja, das lässt sich hier oben anfassen. Nehmen wir es einfach mal runter und schauen mal rein, wie das mit der Kohle aussieht. Ja, also die ist jetzt so gut wie abgebrannt. Da sind nur noch ein paar kleine Reste drin. Ich lasse das jetzt ausglühen.
Und das war es dann eigentlich auch schon. Oh, jetzt mal wieder auf den Deckel. Ja, und ich muss wirklich sagen, das ist echt toll. Von außen ist das alles total kühl geblieben. Also diese Isolierung hier, das ist wirklich noch nicht mal lauwarm geworden. Ich habe das heute ganz bewusst mal auf so einen Plastiktisch gestellt, um zu sehen, ob der irgendwelchen Schaden nimmt. Nimmt er nicht. Also man kann das Ding wirklich mit aufs Boot nehmen oder wo auch immer man sonst Gefahr laufen würde, dass es Feuer fängt. Ja, da fällt auch wirklich eine Strauß. Man kann den also hin und her schaukeln. Da passiert gar nichts. Ich stelle jetzt hier unten einfach mal die Ventilation, die Lüftung ab und lasse die Kohle jetzt ausglühen und werde dann als nächstes mal meine Hähnchensteaks drauflegen. Ja, so sieht der Grill jetzt nach der ersten wirklichen Vergrillung aus. Da ist also eine ganze Menge dran kleben geblieben. Das ist aber durchaus normal. Ich werde jetzt mal in die Küche gehen und werde den jetzt mal putzen und mal sehen, ob ich ihn auch wieder richtig schön sauber bekomme. So, jetzt ist der Grill wieder gesäubert. Das ging eigentlich ganz gut. Ist natürlich ein bisschen Schrubberei. Man sieht, er ist benutzt. Da werden auch so ein paar kleine Reste immer noch drin bleiben. Das ist auch völlig normal. Von außen sieht er jedenfalls noch neuwertig aus. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein Weilchen so. Ja, das Ding ist also wirklich toll. Ich kann es echt empfehlen. Jedenfalls dieses Prinzip ist recht toll. Ja, für eine kleinere Grillgesellschaft ist also auch diese Größe hier vollkommen ausreichend. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Es war ein bisschen informativ. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich diesen Grill einsetze, bei dem Hähnchensteakburger. Ja, ich wünsche noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis bald. Tschüss!